Dieses Video wird von Sony Pictures unterstützt. Bleibt dran, es gibt noch etwas zu gewinnen. Hey liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tobi Lotta. Schaut mal, heute haben wir das schönste Wetter überhaupt. Saftig grüne Blätter und alles ist so schön frühlingshaft. Und übrigens, ich habe auch ein bisschen Bastelmaterial mitgenommen und ich habe auch schon eine tolle Idee, was wir damit anstellen können. Lotta, möchtest du mir behilflich sein? Ja, gerne. Zusammen sind wir das coolste Bastelteam im ganzen Tobi Lotta. Wie süß du bist, liebe Lotta. Heute basteln wir ein Tabaluga... Hey, was ist hier denn los? Es ist plötzlich so kalt hier. Ich hab Angst. Hey! Es ist so kalt hier. Was ist denn hier nur passiert? Gerade eben war es schön frühlingshaft und auf einmal ist hier alles zu Schnee und Eis geworden. Und außerdem habe ich überhaupt keine Lust mehr zu basteln. Arktos, das war Arktos. Arktos? Aus dem fernen Island hat uns das hier angetan? Ja, das war er. Ich habe ihn gesehen. Wir müssen etwas unternehmen. Und zwar schnell, bevor auch wir zu Eis und Schnee werden. Lass mich mal überlegen. Hey, ich hab's. Ich hab eine coole Idee. Lass uns heute einen coolen, tabaluga-starken Squishy-Glücksbringer basteln, der uns hoffentlich die Kraft und die Motivation wieder zurückgeben kann. Für den tabaluga-starken Squishy-Glücksbringer-Anhänger brauchst du durchsichtiges Klebeband, eine Schere, etwas zum Beschweren, ich nehme da Knete, du kannst aber auch Salzteig nehmen. Das Rezept, wie man Salzteig selber machen kann, habe ich dir in der Infobox verlinkt. Eine Halskette oder eine normale Schnur. Und du kannst an dieser Stelle auch etwas anderes benutzen. Was genau, zeige ich dir dann später. Etwas Füllwatte und die Vorlage, die du gratis von meiner Homepage herunterladen kannst. tobilotta.ch. Ich habe mich natürlich für Tabaluga entschieden. Du kannst aber auch der beste Freund von Tabaluga, Bulli, Kolk, der Ziehvater, Lilly, die schöne Eisprinzessin, Limbo, der sympathische Eisbär oder Arktos, der böse Herrscher nehmen. Nein, lieber nicht. Ich entscheide mich für Tabaluga. Wie gesagt, die Vorlage findest du gratis zum Herunterladen auf meiner Homepage. Nicht vergessen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, diesen Kanal gratis zu abonnieren und vor allem auf die Glocke zu klicken. Und später gibt es noch etwas zu gewinnen, also unbedingt bis am Ende dranbleiben. Wir fangen direkt mit der Bastelvorlage an. Beziehungsweise mit der Malvorlage. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, Tabaluga oder eure Wunschfigur auszumalen. Aber das müsst ihr nicht zwingend machen, denn jede Vorlage bzw. jede Figur ist auch schon bunt ausgemalt. Ihr schneidet dann die Wunschfigur aus. In meinem Fall ist das Tabaluga. Als kleiner Tipp, immer das Blatt und nicht die Schere wenden, damit der Kreis oder die Figur dann richtig schön ausgeschnitten wird. Wenn ihr Tabaluga oder eure Wunschfigur ausgeschnitten habt, sieht das dann in etwa so aus. Ich nehme jetzt eine Büroklammer, die ich an der Rückseite der Figur oder des Kreises mit Klebeband anbringen werde. Gut andrücken. Und falls ihr keine Büroklammer habt, könnt ihr auch ein Gummiband nehmen. Das würde genauso gut funktionieren. Dann kommt auch schon das durchsichtige Klebeband ins Spiel. Damit werdet ihr die Oberfläche des Kreises komplett bekleben. Ihr könnt an dieser Stelle, falls ihr kein großes Band habt, auch kleineres Klebeband nehmen. Dann legt ihr die Figur mit der Büroklammer einmal zur Seite, mit der Klebeseite nach oben und wiederholt denselben Schritt mit der zweiten Figur bzw. mit dem zweiten Kreis. Im nächsten Schritt werdet ihr beide Kreise aufeinander kleben.
Das ist etwas knifflig, aber ihr könnt euch von einer erwachsenen Person helfen lassen, sodass dann beide Kreise exakt aufeinander liegen. Das Ganze schneidet ihr dann vorsichtig mit der Schere aus. Eine kleine Stelle habe ich offen gelassen, beziehungsweise ein bisschen mehr abgeschnitten, sodass wir dann etwas Füllwatte einfüllen können. Die Füllwatte werden wir zuerst ein bisschen vorbereiten und dazu zieht ihr sie ein bisschen auseinander. Dann nehmt ihr euch ein kleines Stückchen Knete oder auch Salzteig und drückt sie mit den Fingern ein bisschen platt. So wie ich das hier gerade mache. Die Knete legt ihr auf die Watte und überdeckt sie mit der restlichen Füllwatte. Das Ganze wird dann in euren Kreis hineingestopft. Und falls ihr keine Knete habt, könnt ihr an dieser Stelle zum Beschweren auch eine kleine Münze nehmen. Das würde genauso gut funktionieren. Mit durchsichtigem Klebeband könnt ihr die Öffnung dann einfach verschließen. Und wenn ihr schön bunte Ränder haben wollt, könnt ihr statt durchsichtigem Band auch Washi-Tapes nehmen. Mit wenig Handgriffen und mit ein bisschen Bastelmaterial habt ihr im Handumdrehen ein Tabaluga Squishy Glücksbringer gebastelt. Und wenn ihr daraus einen Tabaluga-starken Glücksbringer-Anhänger basteln wollt, dann braucht ihr nur noch eine Halskette einzufädeln. Und dann habt ihr im Handumdrehen eine schöne und vor allem Tabaluga-starke Halskette gebastelt. Dasselbe habe ich übrigens mit Lilly, Bully und mit Arctos gemacht. Aber ich finde Tabaluga immer noch am coolsten. Welche Figur gefällt dir denn am besten? Na schaut mal ihr Lieben, in Drachengeschwindigkeit haben wir einen süßen, Tabaluga-starken, squishy Glücksbringer-Anhänger gebastelt. Den werde ich gleich umtun und aktivieren. Mal schauen, ob wir den Frühling wieder zurückholen können. Aber auf demselben Weg könnt ihr aus dieser einfachen Bastelidee auch weitere Bastelideen machen. Zum Beispiel einen Schlüsselanhänger, wenn ihr einen Schlüsselring anbringt. Oder zum Beispiel auch Weihnachtsbaumschmuck. Diese könnt ihr dann am Weihnachtsbaum anbringen. Tolle Idee, oder? Aber ich glaube, es ist Zeit, den Frühling wieder herzuholen. So, und jetzt muss ich ihn nur noch aktivieren. Es hat funktioniert. Alles ist wieder schön grün geworden. Oh, endlich, wir haben es geschafft. Bastelt auch ihr euch diesen tollen Tabaluga-starken Squishy-Glücksbringer-Anhänger und immer wenn man es umtut und ein bisschen rumdrückt, fühlt man sich gleich drachenstark und kann sich an die eigenen Stärken erinnern. Coole Idee, oder? Du hast immer die besten Bastelideen. Ich habe eine Idee, was wir basteln können. Schaut mal, die Lotta hat schon wieder viele tolle Bastelideen im Kopf. Deine Idee werden wir gleich umsetzen. Aber ihr da draußen, bleibt auf jeden Fall dran, denn jetzt gibt es noch tolle Preise zu gewinnen. Aber ich verabschiede mich schon mal für heute. Daumen hoch, falls euch diese Bastelidee gut gefallen hat. Und nicht vergessen, diesen Kanal gratis zu abonnieren. Einfach auf Abonnieren klicken und dann auf die Glocke. Denn so verpasst ihr keine Bastelvideos mehr. Na dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Muah. Tschüssi, ihr Lieben! Und immer Tabaluga stark bleiben, gell? Endlich landet Tabaluga auf der großen Leinwand. Ich kann kein Feuer spucken, ich kann nicht richtig fliegen. Ich werde nie ein richtiger Drache sein. Du bist ein Drache. Wirklich? Ich gebe dir dein Feuer. Für mich riecht das nach einer Falle. Mit den Liedern von Peter Maffay. Du bist ein echter Drache. Fliegt in ein Abenteuer mit einem großen Helden auf der Suche nach seiner Bestimmung. Tabaluga, der Film. Tabaluga, ich komme! Ab 6. Dezember im Kino. Und jetzt aufgepasst, denn es gibt ein paar tolle Dinge zu gewinnen, gesponsert von Sony Pictures. Und zwar einmal eine Tabaluga-Mütze, eine Tabaluga-Turntasche, ein Tabaluga-Original-Filmplakat und eine handsignierte Autogrammkarte von mir. Mitmachen ist ganz einfach. Schreibt mir in die Kommentare unter diesem Video mindestens zwei Figuren, die ich in diesem Bastelvideo gebastelt habe.
Also schau dir das Video nochmal genau an und schreib mir dann die Namen der Figuren in die Kommentare. Mit jedem Kommentar nimmst du einmal an der Verlosung teil. Weitere Mitmachregeln gibt's in der Infobox. Viel Glück!